packende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Freiamt degradiert ein Gegner nach dem anderen. Liebe Willisauer-Fans, das tönt nicht gut. Hergiswil verliert gegen Freiamt 28-9. Einsiedeln verliert gegen Freiamt 13-23. Und diesen Samstag Willisau verliert gegen Freiamt 12-23. Notabene daheim. Schultersieg von Manuel Jakob gegen Kilian Arecker im zweitletzten Kampf. Jetzt haben auch die optimistischsten Willisauer Fans gewusst. Heute gibt es Frust statt Freude. Hand auf, wer hat gegen Freiamt noch nicht verloren? Stimmt, Krieseren und Schattdorf, die sind auch noch nicht gegen Freiamt angetreten, aber die kommen auch noch dran. Und Hergiswil? Hergiswil hat geputzt, super auswärts gegen Schattdorf 15-23 gewonnen. Der neue Willisauer Co-Trainer, der Philipp Rohrer, zum doch steigerungsfähigen Abschneiden von seiner Mannschaft. Uns war klar, dass es heute ein ganz schwerer Kampf für uns wäre, weil wir haben gewusst, Freiamt wird uns nicht schenken wollen. Sie wäre mit einer sehr starken Mannschaft hier anreisen. Gleichzeitig haben wir in unserer Mannschaft von vornherein gewusst, dass wir nicht in der Bestbesetzung antreten können. Die Verletzungen unserer internationalen Athleten hängen uns immer noch schwer nach. Man kann sagen, wir sind Opfer von unserem Erfolg dieses Jahr auch. Wir haben so viele internationale Einsätze gehabt, vor allem auch der Tobias Portmann, der gerade von der WM zurückgekommen ist, was sich einfach in der Mannschaft jetzt noch bemerkbar macht. Aber wir hoffen, von Kampf zu Kampf jetzt stärker werden zu können. Gut, das Resultat ist schon noch ein bisschen drastisch, 12-23, so hoch haben wir es aber doch nicht gerechnet. Nein, so hoch haben wir sicherlich nicht gerechnet. Wir haben den einen oder anderen Kampf natürlich enger gesehen. Wir haben natürlich gehofft, dass wir zum Beispiel 74 Freistil, der Kilian, dass er einen sehr knappen Kampf liefern kann. Er ist dann in der Weltklasse-Aktion vom Gegner leider auf die Schulter gegangen. Mit dem kann man nicht rechnen, aber es kann doch immer mal passieren. Außerdem haben wir im 86 Griechisch leider nicht die Punktzahl erreichen können, die wir gehofft haben, weil der Gegner überraschend sehr stark gekommen ist. Aber man muss auch Freiamt einfach ein Kompliment machen. Sie haben halt mit einem unglaublichen Biss gekämpft und sie eine Leistung gezeigt, von der man einfach nur den Hut ziehen kann heute. Shake Hands, eine sportliche Anerkennung für die Leistung von Freiamt und sicher auch für einen neuen Trainer. Adi Bucher, recht herzliche Gratulation. 12-23 gegen Willisau, 13-23 gegen Einsiedeln und gegen Hergiswil haben wir 28-9 gewonnen. Freiamt V im Erfolg, an was liegt es? Ja, wir haben uns sicher optimal auf diese Saison vorbereitet. Das war auch unser Ziel, möglichst früh eigentlich den Druck von dieser Halbfinalqualifikation etwas loszuwerden. Und es ist auch so, dass wir gegenüber von letztem Jahr auch wieder auf alle Kräfte zählen können. Wir haben eigentlich momentan gar keine Verletzten und das ist sicher unser Vorteil momentan. Gefragt, ob der neue Trainer der neue Erfolgsfaktor ist, da die Bucher bescheiden? Ja, jetzt als Cheftrainer bin ich das erste Mal dabei diese Saison. Ich bin aber auch letztes Jahr schon vereinzelt auf dem Stühle gehockt, wo der Thomas Murer noch Trainer war. Also ich war auch hier dabei, gewesen, wo wir Fünfte geworden sind. Aber ja, es ist, wir haben sicher aus den Fehlern gelernt, die wir letztes Jahr gemacht haben und sind mit voller Energie und vollem Elan jetzt wieder hier bei unseren Sachen. Ja. Das letzte Jahr Fünfte, eben, du hast es gesagt, das Mal gegen Willisau, gegen Schweizer Meister. Wie sind ihr hier gereist? Anhand dieser Aufstellung, die wir hatten, hat man sicher gesehen, dass wir den Match hier haben wollen können. Wir sind eigentlich mit der fast bestmögliche Aufstellung hier auf Willisau kommen. Auch mit dem Ziel, den Match hier und die zwei Punkte hier hinten zu entführen. Also,
Freiamt bestmöglich aufgestellt. Willisau mit Verletzungsmankos in der Mannschaft. Die Zukunft für Willisau kann und muss besser werden. Bevor wir einen Blick auf die aktuelle Rangliste werfen, Begegnungen von der dritten Runde im Überblick. Das Motto vom Abend, daheim verloren. So Schattdorf gegen Hergiswil 15-23, Einsiedler gegen Kriesern 14-25 und Willisau gegen Freiamt 12-23. Das gibt folgende Zwischenrangliste. Erste Freiamt, 3 Kämpfe, 3 Siege, keine Niederlage, 6 Punkte. Zweite Kriesern, 2 Siege, 1 Niederlage, 4 Punkte. Ebenfalls zweite Hergiswil, 2 Siege, 1 Niederlage, 4 Punkte. Vierte Schattdorf, 1 Sieg, 2 Niederlagen, 2 Punkte. Vierte Willisau, 1 Sieg gegen Kriesern, 2 Niederlagen, 2 Punkte. Und letzte Einsiedler, kein Sieg, 3 Niederlagen, 0 Punkte. Auf Telenav Telezentralschweiz sehen das zuerst, verpassen Sie auch nicht die weiteren Sendungen. So die detaillierte Analyse zu den einzelnen Kämpfen und natürlich Meinung von Gianni. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.